Oskar und herzlich willkommen bei uns hier in Berlin. Unser Thema heute ist der Abschluss des Superwahljahres 2017 mit der Landtagswahl in Niedersachsen. Und wir fragen und diskutieren darüber, wird dann ab jetzt auch mal wieder Politik gemacht? Denn Mittwoch sollen ja die Sondierungen in Sachen Jamaika beginnen. Und bei uns sind die drei Jamaika-Verhandler der kommenden Woche. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen ist da, Volker Bouffier von der CDU und Wolfgang Kubicki von der FDP. Außerdem bei uns der SPD-Vizevorsitzende Olaf Scholz und der Publizist, Jurist und Politologe Albrecht von Lucke. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr. Herr Bouffier, das nächste, muss man sagen, richtig schlechte Ergebnis für Ihre Partei. Redet sich die CDU morgen wieder mit dem Merkelschen Satz heraus? Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was wir hätten anders machen sollen. Also zunächst mal Glückwunsch an den Kollegen Weil. Das ist ein prima Ergebnis, das hat er toll gemacht, das ist eine Landtagswahl. Und ich glaube, dass man das auf der einen Seite nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen darf. Für die Gesamtlage in Deutschland darf man das nicht überbewerten. Die SPD hat klar gewonnen, Glückwunsch. Die CDU hätte gerne gewonnen. Das ist nicht gelungen, wobei ich sagen muss, nach den letzten Umfragen, die wir gesehen haben, hat der Bernd Altusmann, wie ich finde, gut gekämpft. Also, aber wenn Sie nein, die Umfragen anspielen, dann gab es im Sommer deutlich bessere. Jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern wir haben ja vereinbart, dass wir uns sehr gründlich mit dem, Sie meinen das Bundestagswahlergebnis, genau, damit auseinandersetzen, und das werden wir auch tun. Ja, weil das haben Sie bislang nie gemacht, obwohl Sie es immer angekündigt haben. Wir werden es tun, glauben Sie mir. Denn wir haben, wenn wir mal das ganze Jahr betrachten, drei Landtagswahlen gewonnen, zwei, Schleswig-Holstein, die Regierung gedreht, Nordrhein-Westfalen gewonnen, das war großartig. Wir haben die Bundestagswahl mit einem unbefriedigenden Ergebnis, aber wir haben sie gewonnen. Die SPD 20,5, wir 33, aber das kann uns nicht genügen. Und jetzt Niedersachsen, wenn man das Ganze betrachtet, haben wir ein unterschiedliches Bild, aber keinen Anlass, jetzt sozusagen zu erklären, es war alles falsch. Nein, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir Wähler, die wir verloren haben, wieder zurückgewinnen. Das scheint mir nicht ganz einfach, weil zwei Dinge jetzt parallel laufen. Wir sind jetzt auf dem Weg, eine neue, für Deutschland völlig ungewöhnliche Regierungsbildung. Das wird schwer. Und gleichzeitig für unsere Partei dafür zu sorgen, dass die Wähler, die uns gewählt haben, nicht weggehen und die, die weggegangen sind, wieder zurückkommen. Das erscheint mir nicht einfach und da glaube ich nicht, dass man das mit zwei Sätzen erledigen kann. Der Klassiker ist immer, wenn eine Partei verloren hat, dann sagt sie, es war eine Landtagswahl, hatte mit dem Bund überhaupt gar nichts zu tun. Aber Ihr Kandidat Bernd Altusmann hat sehr wohl heute Abend den Eindruck erweckt, als hätten Zustand und Kurs der Bundes-CDU sehr wohl auf sein Ergebnis eingezahlt, und zwar negativ. Können wir ja mal kurz gucken. Schon beim Bundestagswahlergebnis hätten wir uns natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht und auch einen deutlicheren Rückenwind. Es war am Ende eher ein bisschen mehr Gegenwind, aber das, so spielt das Leben. Also haben Kurs und Zustand der Bundes-CDU Bernd Altusmann die Wahl versaut? Nein, das kann man sicher nicht sagen. Dass Sagt es ihm nicht geholfen hat, das glaube ich. Wir haben ja die parallele Entwicklung. Wir hatten Ende Juli, Anfang August sehr hohe Umfragezahlen und sind dann deutlich nach unten gegangen. Ich glaube, dass die niedersächsische CDU den Weg mitgegangen ist. Trotzdem ist es eine Landtagswahl. Das darf man nicht einfach eins zu eins auf den Bund übertragen. Aber richtig ist, wir haben auch als Union bundesweit Stimmen verloren von den Umfragen her. Und das wollen wir auch nicht kleinreden. Und wissen Sie warum? Nein, wenn ich es 100% wüsste, würde ich es Ihnen jetzt sagen. Denn wir haben ja eine ganz schwierige Situation. Am Anfang hieß es, ihr habt knapp eine Million an die AfD abgegeben. Und 1,3 an die FDP. Dabei wurde ziemlich unterschlagen in der Wahlnacht, dass wir die meisten Stimmen an die Freien Demokraten abgegeben haben. 1,5 Millionen. Dabei, diese beiden Elemente sind aus meiner Sicht nicht ganz einfach zusammenzubringen. Und deshalb wird es dabei bleiben, wir werden uns intensiver mit der Geschichte auseinandersetzen müssen. Und das müssen wir tun. Wir können nicht einfach sagen, okay, die Welt ist so, wie sie ist. Nein, das wird nicht einfach. Und es geht ja nicht nur uns so. Wir hören die Sozialdemokraten erklären an allen Fronten, wir müssen uns neu aufstellen. Also in Ordnung. Und wir haben auch Anlass, sehr sorgfältig zu schauen, ob zum Beispiel unsere Position bei den Kernfragen, die die Menschen bewegen, so deutlich geworden ist, dass uns auch jeder versteht. Darüber werden wir zu reden haben. Die SPD, Olaf Scholz, muss die SPD zunächst erstmal krachend im Bund verlieren und dann auch zusätzlich noch sagen, dass sie in die Opposition geht, um die erste Landtagswahl des Jahres auch mal zu gewinnen? Nein. Ich glaube, das ist ein Wahlergebnis, das Stefan Weil erkämpft hat, zusammen mit der niedersächsischen SPD.
Das ist das Ergebnis sehr guter Arbeit in den letzten Jahren. Und deshalb waren wir immer optimistisch, dass es dort auch gelingen würde. Ich glaube, es hat geholfen, dass die SPD nach der Bundestagswahl klare Worte gefunden hat und gesagt hat, nach einem solchen Wahlergebnis wollen wir in die Opposition, weil wir uns zwar nicht verweigern, politisch mitzugestalten, aber finden, dass der Wettbewerb zwischen der Union und der SPD in Deutschland im Mittelpunkt stehen sollte und nicht der Wettbewerb mit politischen Parteien, die am Rand stehen. Wenn Sie sagen, es ist Stefan Weils Verdienst gewesen, sagen Sie dann damit, es braucht einfach den richtigen Kandidaten, um eine Wahl auch mal zu gewinnen, und sagen gleichzeitig, in den anderen Wahlen hatten Sie die falschen? Nein, das ist keine Konsequenz, die man daraus ziehen muss. Aber ganz klar, Stefan Weil ist ein sehr guter Kandidat gewesen, ein sehr guter Ministerpräsident, und deshalb bleibt er das jetzt auch. Und wir wissen, dass die SPD jetzt davon einen Schub bekommt, weil wir eine Wahl gewonnen haben. Das ist immer gut für die Stimmung und die Motivation. Aber gleichzeitig gibt es niemanden in der SPD, der glaubt, dass wir nicht einen Erneuerungsprozess vor uns haben. Meint das auch einen personellen Erneuerungsprozess? Oder anders gefragt, ist Martin Schulz durch den Erfolg heute jetzt stabilisiert im Amt des Vorsitzenden der SPD? Und Sie könnten sich Ihre Ambition auf den Vorsitz dann damit abschminken? Ich glaube, dass es ein bisschen kleinlich ist, worüber immer diskutiert wird in Deutschland. Tatsächlich geht es darum, dass wir einen politischen Kurs für die SPD und für die Zukunft des Landes entwickeln. Und da wissen wir, dass wir da was zu tun haben, alle miteinander. Wir freuen uns über diesen Sieg. Der hilft der SPD, der hilft auch allen in der SPD, das ist auch gut so. Aber wir drücken uns nicht vor der Debatte über Erneuerung, über die Frage, wie wir die SPD so aufstellen können, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl führen kann. Ist Martin Schulz jetzt stabilisiert? Martin Schulz ist Vorsitzender, und das ist gut für die SPD und für ihn, dass wir dieses Wahlergebnis haben. Großen Dank an Stefan Weil. Herr Kubicki, Ihre Partei schließt jetzt neuerdings auch Regierungsbeteiligungen aus, obwohl Sie doch vor 3 Wochen erst hier bei uns mächtig auf die SPD geschimpft haben, dass die sich ihrer Verantwortung angeblich verweigern würden. Und Sie sagen, also zumindest Ihr Parteifreund in Niedersachsen, aber Sie haben es heute auch schon wiederholt, wenn es dafür Rot-Grün nicht reichen sollte, wonach es im Moment aussieht, dann stünde die FDP nicht zur Verfügung. Kopieren Sie das jetzt bei der SPD? Nein, weil die SPD vor Ich sage auch nein. Weil die SPD, was ganz anderes. Weil die SPD vor der Bundestagswahl nicht ausgeschlossen hat, dass sie in eine große Koalition geht. Wir haben das in Niedersachsen ausgeschlossen durch einen Parteitagsbeschluss. Und Stefan Birkner, der Spitzenkandidat, hat vor 3 Tagen noch persönlich dafür garantiert, dass er nicht fortsetzen wird, eine Politik, die Freien Demokraten für falsch halten. Ich finde, wenn man das vor der Wahl den Leuten erklärt, kann man ihnen nach der Wahl nicht sagen, nun machen wir das anders, weil Herr Weil nun 3 oder 4 oder 5% dazu gewonnen hat. Die Frage können Sie auch an Frau Göring-Eckardt stellen. Frau Piel hat ausgeschlossen, in eine Jamaika-Koalition zu gehen. Auch das könnte man ja tun. Die Mehrheitsverhältnisse dafür wären ja vorhanden. Können Sie das gut? Mir ist es relativ egal, das müssen die Menschen vor Ort entscheiden. Ich sage mal, Schleswig-Holstein, da fände ich das gut, wenn wir nicht das einzige Jamaika-Bündnis auf Bundesebene bleiben würden. Ob wir zueinander kommen, werden wir erst noch sehen. Aber die Aussage, nur weil man jetzt gerade vorne liegt, habe man ein Recht darauf, die Regierung zu bilden, ist deshalb falsch, weil beim letzten Mal man mal hinten lag und trotzdem eine Regierung gebildet hat. Also noch einmal, Sie sollen alle mal schlafen, insofern gebe ich Herrn Weil recht, Sie sollen darüber nachdenken, aber ich kann wirklich ausschließen, für die Freien Demokraten, Ampel in Niedersachsen jedenfalls wird es mit uns nicht geben. Und was sagen die Grünen, Frau Göring-Eckardt? Weil in der Tat die Frau Piel dort, die schon angesprochen ist, hatte ja auch gesagt, Jamaika will sie nicht, aber dann sind immer alle am Ausschließen und dann klappt gar nichts. Also ich glaube auch, dass das wenig hilft, wenn alle alles ausschließen. Aber trotzdem sind wir heute Abend jetzt erstmal in der Situation, dass wir nicht wissen, wie das da ausgeht. Und das ist jetzt schade für die Sendung hier, aber wir müssen da morgen drüber reden, wenn wir ein Wahlergebnis kennen. Und wir haben ja beim letzten Mal erlebt, dass es ganz am Schluss dann eben doch gereicht hat mit einer Stimme. Und weil es nur eine Stimme war, war es jetzt auch vorher so, dass man aufgrund der einen Abgeordneten dann irgendwie Neuwahlen ausrufen musste und so weiter. Also wir wissen, es ist knapp. Und am Ende des Tages muss man das entscheiden und muss dann darüber nachdenken, wie man mit diesem Wahlergebnis umgeht. Die Grünen sind in Niedersachsen in den Wahlkampf gezogen und haben gesagt, wir wollen Rot-Grün fortsetzen. Das haben die Wählerinnen und Wähler dort auch sehr gutiert. Das ist ja auch eine schwierige Situation für die Grünen dort gewesen. Die haben jetzt da das zweitbeste Ergebnis, was sie je hatten, obwohl sie verloren haben im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Und damit haben sie auch einen Auftrag. Und der Auftrag heißt sehr eindeutig fortsetzen, das, was die, vor allem der grüne Anteil in der Regierungsbeteiligung gewesen ist. Da Ihre beiden Parteien verloren haben, sowohl die FDP als auch die Grünen in Niedersachsen, nehmen
Ihre Wählerinnen und Wähler Ihnen die Jamaika-Pläne im Bund schon übel? Also auch darüber wird ja sicherlich diskutiert, aber ehrlich gesagt, wir haben ja im Bund noch gar nicht miteinander gesprochen. Das kann man jetzt beurteilen, wie man will. Wir fanden das ein bisschen eigentümlich, dass das so lange gedauert hat. Dass ja. Erst hieß es, es sei die Niedersachsenwahl, vor der man nicht miteinander reden könne. Dann hat sich aber herausgestellt, es sind die Selbstgespräche innerhalb der Union. Da musste irgendwie ein Familienzoff irgendwie ausgehandelt werden und man musste vorsondieren, bevor man überhaupt sondieren kann. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, bevor man überhaupt geredet hat, dass das in Niedersachsen wirklich eine Rolle gespielt hat. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Umfragen. Und die sagen jedenfalls bei unserer Wählerschaft und wenn ich es richtig weiß, auch bei der FDP, es gibt eine sehr große Zustimmung dazu, nicht Jamaika zu machen, aber es ernsthaft zu probieren. Und wir wissen alle, dass das schwierig ist. Also niemand von diesen drei Parteien hat sich ausgesucht, in diese Konstellation zu gehen. Vier. Von diesen vier Parteien, Dankeschön. Man denkt ja, es gibt so viel drei Zeit Fraktionen, sein, ja. So viel Zeit. CSU ist auch dabei. Ist auch dabei. Gut für Herrn Bouffier, wenn das immer noch mal erwähnt wird, dass wir wissen, vier Parteien, genau. Und niemand hat sich das ausgesucht und jetzt muss man miteinander reden, ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert, ob es jetzt ab heute noch schwieriger ist, als es gestern schon war, das wissen wir nicht. Aber es muss jetzt mal angefangen werden zu reden und es auszuloten. Drei der vier Parteien, Herr von Lucke, haben jetzt heute Abend Verluste erlitten bei der Wahl in Niedersachsen. Macht das die Verhandlungen im Bund nun schwerer und verzögert die Regierungsbildung weiter oder nicht? Die Kanzlerin ist sicherlich nicht gestärkt worden heute Abend. Das wird wohl das Erste sein, was man sagen muss nach dem heutigen Abend. Die CDU ist mit einer Schlappe aus dem Wahlabend herausgegangen. Und das macht die Verhandlungen noch mal erheblich schwerer. Der kardinale Unterschied dieser beiden Ergebnisse ist doch folgender. Wir haben im Bund 53,5% für eine große Koalition aus CDU und SPD. Und hier in Niedersachsen haben wir genau 70,8%. Also ein klassisches, noch großkoalitionäres Ergebnis. Und wenn es für Rot-Grün nicht reicht, hat Herr Altmusmann sofort angekündigt, ich bin bereit, als Spitzenkandidat der CDU bereitzustehen. Der eigentlich originäre neue die neue Situation ist die, dass eine Partei wie die SPD plötzlich sagt, nach der Bundestagswahl, das, was wir 20 Jahre im Bund, fast 20 Jahre oder 15 Jahre jetzt, reibungslos gemacht haben, das kündigen wir auf. Wir könnten es aber eigentlich spielend weitermachen. Die Unterschiede, das war das, was bemängelt wurde zwischen SPD und CDU, sind marginal geworden. Wir lassen es bleiben. Es gibt ja gute Gründe. Steht vielleicht die Existenz der SPD auf der Kippe. Aber die Situation, in die das Land jetzt geworfen ist, die Schwäche dreier Parteivorsitzender, Herr Seehofer, Frau Merkel und über Herrn Schulz müsste man gar nicht reden, aber der steht auf der anderen Seite. Diese Schwäche von Herrn Seehofer per se, denn das überlastet natürlich die Koalitionsverhandlung immens. Die Tatsache, dass die CSU derartig liefern muss, weil Herr Seehofer genau weiß, dass er andernfalls keine Chance hat, im nächsten Jahr gewählt zu werden. Das wird natürlich jetzt noch mal erheblich schwerer, weil die Stärke eigentlich auf der Seite von Angela Merkel sein müsste, die meinem Eindruck nach die einzige ist, die als strategisches Zentrum in der Lage sein könnte, den Parteien das verhandeln bzw. das Entgegenkommen abzuhandeln, das es braucht, um diese völlig konträren Parteien zusammenzubringen. Das ist ein, um es nochmal auch historisch einzuordnen, ein Vorgang, diese Koalitionsbildung, die das Land in dieser Weise nie gesehen hat. Es müssen vor allem die Grünen, das ist ein so extraordinärer Vorgang, einen völligen Sprung aus dem eigentlichen angestammten Lager in ein völlig anderes Lager vornehmen, sodass die Gefahr des Schismas und des Zerteiltwerdens der Grünen exorbitant ist. Und das, glaube ich, ist durch die Tatsache, dass Frau Merkel heute Abend nicht gestärkt worden ist, erheblich schwerer geworden. Deswegen staune ich immer über die SPD. Das ist bemerkenswert. Die SPD tritt jeden Abend mittlerweile auf, auch heute in der Berliner Runde, Herr Heil, Frau Schwesig letzte Woche mit Herrn Kubicki oder vor zwei Wochen noch, und die sagen immer salopp, jetzt seid ihr dran. Die SPD ist faktisch noch in der Regierung, erteilt der noch nicht gebildeten Jamaika Regierung, Koalition, den Regierungsauftrag und macht Opposition gegen eine noch nicht im Amt befindliche Jamaika-Regierung. Das ist ein absurder, fast dadaistischer Zustand, in dem wir uns befinden. Und das zeigt es zeigt in dadaistischer Weise eine Situation, wie das Land sie noch nicht kannte. Dass ein faktischer Zustand fast der Regierungsunfähigkeit existiert. Und ich habe allergrößte Zweifel, ob das auch ob der Schwäche der beiden Parteivorsitzenden bei der CDU-CSU gelingen kann. Hat es denn dann eigentlich geholfen, auf die Landtagswahl zu warten? Da können wir uns ja noch mal angucken, was da rumgedacht worden ist, warum das aus irgendeinem Grund gut sein konnte oder vielleicht dann auch im Nachhinein betrachtet, aber da ist man ja immer schlauer, vielleicht ganz schlecht war. Es wird bis zur Landtagswahl in Niedersachsen keine Koalitionsverhandlungen oder Sondierungen geben.
Das prophezeite SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann schon im August vor Journalisten. Damals folgte heftige Kritik von Union und FDP. FDP-Chef Christian Lindner fand, Herr Oppermann spricht aus, dass die SPD mit dem Wählervotum rein taktisch umgehen will. Auch Michael Grosse-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, kritisierte die SPD. Erst kommen die Parteiinteressen, dann die Interessen der Menschen und des Landes. Am Abend der Bundestagswahl ist für die Sozialdemokraten sofort klar, dass die SPD in die Opposition geht. Als Koalitionsoption bleibt damit nur Jamaika. Doch in den 3 Wochen bis zur Niedersachsenwahl passiert nichts. Die Union muss sich noch sortieren. Erst vergangenen Montag lädt Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ersten Sondierungen ein. Für den Mittwoch, den 18. Oktober. Also Sondierungen erst nach der Wahl in Niedersachsen. Herr Bouffier, war es ein klassisches Eigentor für die CDU? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, man muss ja mal schauen. Sie sprachen von dadaistischen Verhältnissen. Ja, es stimmt, wir haben eine völlig neue Situation. Aber Parteien sind ja nicht nur für sich da. Sie sind ja jetzt gewählt worden, um eine stabile Regierung zu bilden, vernünftige Politik machen, und das Land braucht eine Regierung. In der Welt ist eine Menge los. In der Tat. So, wenn wir uns jetzt nicht wichtiger nehmen, als wir sind, und nur noch Partei betrachten, ist der Kernauftrag, dieses Wählervotum umzusetzen. Das hätten wir uns anders gewünscht, ist in Ordnung. Aber Herr Bouffier, jetzt ist ja 3 Wochen lang gewartet worden. Dann hört man jetzt nicht sofort aus. Nein, sofort wäre ja auch Unsinn. Dass Sie Ihre Parteien nicht vor allen Dingen wichtig genommen hätten und an die Wählerinnen und Wähler gedacht hätten. Das tun wir. Und wir haben vorhin zu Recht darauf hingewiesen, die Unionsschwestern, aber wir sind schon 2 Parteien. Ja. Und es macht doch Sinn, dass wir uns erst einmal verständigen. Und zwar so, dass man in eine sehr ungewöhnliche Diskussion gehen kann mit einem ungewöhnlichen Kombinationspartner. So, und dann wäre es doch völlig verrückt gewesen, unsortiert in eine solche Situation zu gehen. Deshalb hat es Sinn gemacht, wir haben uns verständigt. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass was jetzt passiert, das hat doch keiner erlebt. Ich bin auch der Auffassung, dass Frau Merkel eigentlich die Richtige ist mit ihrer Erfahrung. Eigentlich sonst die Richtige? Nein, sie ist und die Richtige. Uneigentlich? Nein, sie ist die Richtige. Kommen Sie her. Wollen wir das Wort nicht tun? Wer denn sonst? Und im Übrigen, die Union ist immer noch mit weitem Abstand die stärkste politische Kraft. Und deshalb muss sie natürlich auch in einem solchen Bündnis auf Augenhöhe mit den Partnern sein, aber auf der anderen Seite auch klar machen, dass die stärkste Kraft sich in einer solchen Koalition angemessen wiederfinden muss. Ich glaube, dass sie das sehr gut hinbekommt. Sie hat Erfahrung mit der großen Koalition, sie hat Erfahrung mit den Freien Demokraten. Das wird unterschiedlich bewertet. Aber mir fehlt jede Fantasie, wie es denn anders gehen könnte. Und deshalb sage ich mal, jetzt aber noch mal hingeschaut auf die 3 Wochen, die es gebraucht hat, Frau Göring-Eckardt. Ja. Muss man das als Wählerinnen und Wähler einfach hinnehmen und dafür auch noch allergrößtes Verständnis haben, dass Parteien vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt sind und zur Regierungsbildung zunächst mal keine Zeit haben, weil sie sich als Schwesterparteien sogar noch versöhnen müssen? Also eigentlich denkt man ja, die CDU und die CSU haben sich vor der Wahl verständigt. So hatte ich das auch verstanden. Die haben sich ja zur Wahl gestellt und hatten ein gemeinsames Wahlprogramm. Und dann gab es noch einen Bayernplan. Und der Bayernplan, wie der Name schon sagt, war für Bayern gedacht. Habe ich jedenfalls so angenommen. Und eigentlich gab es vor der Wahl eine Einigung. Und ob jetzt die Einigung nach der Wahl sich so sehr von der Einigung vor der Wahl unterscheidet, darüber kann man jetzt alle möglichen Spekulationen anstellen. Ich fand es misslich, weil ich finde, man muss irgendwie ja die Probleme des Landes lösen und dann muss man rausfinden, geht das in so einer schrägen, schwierigen Konstellation, kriegt man das hin? Und ich glaube, dass die Frage, wie die Parteien sich jetzt untereinander finden, die Wählerinnen und Wähler am allerwenigsten interessiert. Wir können das hier jeden Sonntag miteinander diskutieren, aber die interessiert, was passiert in meinem Leben, was passiert irgendwie mit der Pflege und was passiert mit der Klimakrise und so weiter und so weiter. Und diese Probleme anzugehen und dafür Lösungen anzubieten in einer schwierigen Konstellation, das kann man jetzt nur versuchen. Ich weiß nicht, ob das gelingt, aber ich finde, es gehört zur Ernsthaftigkeit dazu, dass man das jetzt auch wirklich tut und dass es irgendwie dann auch mal
im Ernst losgeht und dass man nicht dann noch mal weiter verschleppt und dann sagen die einen, naja, das dauert dann bis, ich weiß nicht, alle übertrumpfen sich jetzt schon, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, wie lange es dauert und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Aber trotzdem, finde ich, gehört so ein bisschen Ernsthaftigkeit da jetzt dazu, die Probleme zu lösen und ernst zu nehmen, dass die Menschen ein Wahlergebnis in Anführungszeichen produziert haben, womit wir alle nicht gerechnet haben, was wir alle nicht wollten. Und jetzt müssen wir es halt trotzdem machen. So ist das manchmal. Herr Kubicki, war es dann im Rückblick betrachtet ein klassisches Eigentor, das die CDU geschossen hat? Darf ich zwei Vorbemerkungen machen? Zunächst einmal haben alle drei Jamaika-Parteien in Schleswig-Holstein bei der Bundestagswahl überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Weil Sie immer sagen, Sie haben drei verloren. Bei der Bundestagswahl in Schleswig-Holstein war es anders und deshalb kann man schon sagen, die Behauptung, nicht, hier sei Jamaika abgestraft worden, obwohl es das noch gar nicht gibt, halte ich für eine kühne These. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen will, uns wird viel mehr das österreichische Ergebnis beschäftigen als das niedersächsische. Warum? Weil die CSU lernt, dass wenn man sich aufstellt wie Herr Kurz in Österreich, man, sagen wir mal, größere Mehrheiten organisieren könnte. Also wir werden sagen, hätten wir uns so aufgestellt in der Flüchtlingspolitik, hätten wir in Bayern 58% bekommen, keine 38%. Das wird das größere Problem sein. Bei Herrn Bouffier fällt mir schon wieder etwas auf, wovor ich dringend warnen will, wenn man in Sondierungen geht, nämlich zu erklären, es muss sich die Potenz des Größeren in Ergebnissen wiederfinden. Ich will nur sagen, Herr Bouffier, es wäre meine fünfte Koalitionsverhandlung in meinem Leben. Koalitionspartner sind immer gleich stark. Warum? Weil sie nur gemeinsam eine Mehrheit haben. Je eher man das begreift, desto besser kann man miteinander reden. Und der Druck, der jetzt erzeugt wird, gerade von der Union, was das Ergebnis, was das Datum angeht, am 20. Dezember sollen wir wählen. Diesem Druck kann man sich vernünftigerweise nicht beugen, weil genau bei der Konstellation, die wir jetzt haben, es wichtig ist, solide zu verhandeln, auch in den Verhandlungen Vertrauen aufzubauen. Nichts ist schlimmer, als schnell zu einem Ergebnis zu kommen und hinterher stellt sich heraus, oh Gott, das haben wir 2009 schon erlebt, das wird nicht wieder so passieren. Und nichts ist schlimmer, als am Anfang rumzutrödeln. Ich bin da nicht bei, gegen Ihrer Position. Ich bin ganz bei Ihnen. Natürlich das funktioniert das ja nur, weil unterstellt, wir kriegen was Gemeinsames hin. Dann muss das am Ende auch gemeinsam getragen werden. Es geht ja nicht nur darum, Kanzlerin und Regierung zu wählen. 4 Jahre sind in der Politik eine Ewigkeit. Und wenn man nicht alle 4 Wochen sozusagen vor einer Krise stehen will, müssen 3 Dinge sein. Erstens muss ein Vertrauen unter den Beteiligten sein. Man braucht einen sauber ausgehandelten Koalitionsvertrag. Und man braucht zum Dritten die Bereitschaft, auch Dinge, die unvorhergesehen kommen. Es kommt in 4 Jahren jede Menge, gemeinsam zu lösen und nicht zu gucken, wie man sich jetzt vom Acker macht. Was ich vorhin gemeint habe, ist Folgendes. Dass die mit Abstand größte Partei sich in einer solchen zu findenden Politik angemessen wiederfinden muss. Ich glaube, das ist unbestritten. Das geht nur, wenn man sich verständigt. Das verstehe ich auch. Und aber Sie hatten es anders Satz gesagt, Herr Bouffier. Sie hatten gesagt, wenn ich darf, einen Satz. Wir hatten bis vor kurzem ja die Situation, dass Grüne und FDP immer erklärt haben, ihnen fehlt jede Fantasie, dass sie überhaupt zusammenarbeiten können. Stimmt auch. Da lese ich jetzt doch, eine ganze Menge hat sich verändert. Also es geht nicht nur um CDU, CSU und die beiden zukünftigen denkbaren Partner, sondern es geht auch sehr um die. Und wenn Sie mal viele Felder sich anschauen, von der Energiepolitik bis, da sind sehr unterschiedliche Positionen. Das wird herausfordernd, da was Gescheites draus zu machen. Also es ist für alle drei eine große Herausforderung. Und ich bin ja bei Ihnen zu sagen, Ich bin ja bei Ihnen, dass wir versuchen, jetzt beim nächsten Mal bin ich wieder sehr sorgfältig voranzukommen. Die Kleinsten. Und damit das auch mal vom Tisch kommt. Ich bin überhaupt kein Freund davon, heute schon zu sagen, bis dahin muss fertig sein. Das wird man sehen. Man kann ja nicht am Anfang rumtrödeln und hinterher sagen, man muss wir werden sehr zügig an die Arbeit gehen. Und dann wird man schauen, wie es sich ergibt. Also wir sollten uns nicht unter einen Datenfetischismus setzen. Das halte Aber ich will noch mal einmal sagen, Herr Bouffier, Sie hatten das schon anders gesagt. Herr Kubicki hat das sehr aufmerksam wahrgenommen. Denn Sie hatten an anderer Stelle schon mal gesagt, Jamaika funktioniert nur, wenn die mit Abstand stärkste Kraft, die Union, das bestimmende Element ist. Und wenn die anderen Partner wissen, dass sie nicht die Bestimmer sein können. Das sage ich normalerweise immer nur am Geburtstag, dass ich unbedingt Bestimmer sein will. Aber das sagen Sie offensichtlich dauerhaft. Und es setzt dann voraus, dass sich die anderen lieb hinten anstellen müssen und handzahme Mehrheitsbeschaffer geben sollen. Also das ist ein Zitat, das stimmt. Da will ich gar nichts zurücknehmen. Aber ich habe eben erklärt, wie ich es meine. Man kann das missverstehen. Wenn ich Partner brauche, kann ich nicht sagen, ich bestimme allein die Welt. Das geht nicht. Und jetzt bin ich ja nicht im Verdacht. Ich mache seit 4 Jahren eine Koalition mit Bündnis 90 Die Grünen. Und ich glaube, recht erfolgreich. Und das geht nur,
Und wir hatten damals über 38 und die Grünen so 11. Wir sind also weit größer. Und trotzdem achten wir sehr darauf, dass beide Partner angemessen sich behandeln und behandelt fühlen. Und genau dafür trete ich auch hier ein. Herr von Lucke, eben habe ich bei Ihnen rausgehört, Sie haben Zweifel, ob das alles gelingen kann. Warum und worauf gründen diese Zweifel? Enorme Zweifel. Und ich glaube, wir haben ja einiges dieser Zweifel auch schon bestätigt gesehen in den letzten Wochen. Also das erste Beispiel war die Tatsache, wir haben es gerade gehört, dass der Umstand, dass in der Tat sich die Union für sich selber zunächst einmal in Verhandlungen treffen muss, die den Eindruck fast für die Partner erwecken konnten, die Koalitionsverhandlungen sind bereits beschlossen worden. Ja. Ein Umstand ausmachten, der fast also einzigartig war. Das war ja der Eindruck der letzten Woche. Ein verheerender Eindruck. Und jetzt wird das große Problem tatsächlich eintreten, weil wir es tatsächlich auch in sich noch mal mit innerhalb des Regionalinteresses der CSU mit einem Privatinteresse von Herrn Horst Seehofer zu tun haben, dass sich diese Fliehkräfte enorm weiter auseinander dividieren werden. Und das heißt, in dem Falle sind die Schwächen der Beteiligten und die Tatsache, dass alle natürlich in hohem Maße versuchen, das rauszuholen, was für sie rauszuholen ist, genau nicht die Grundlage, vertrauensvoll miteinander umzugehen. Und es steht eben auch für alle Parteien, das darf man nicht unterschätzen, enorm viel auf dem Spiel. Die Identitätsfrage, die die SPD dazu veranlasst hat, zu sagen, wir machen das nicht mehr, weil wir schlichtweg Sorge haben, wir fallen beim nächsten Mal vielleicht unter 20%, sogar sehr wahrscheinlich unter 20%. Diese Existenzfrage stellt sich für die Grünen ganz genauso. Die Grünen werden das riesige Problem haben, dass die Fliehkräfte innerhalb ihrer Reihen, die genauso wenig übrigens interessanterweise davor jemals ausdiskutiert worden sind, das erleben wir ja. Die Grünen sind genauso ein Burgfrieden und eine Kompromisslösung, die ihnen jetzt in den Verhandlungen, das werden wir schon noch genau erleben, die ihnen in den Verhandlungen genauso aufbrechen werden, wie es in der CDU-CSU jetzt der Fall gewesen ist. Und die gleiche Frage riskiert, ich wünsche mir das gar nicht, ich stelle das fest, es findet doch jetzt schon statt. Es gibt Teile der Grünen, das wissen Sie doch selber, Frau Göring-Eckardt, es gibt Teile der Grünen, Frau Peter und selbst Jürgen Trittin. Ich habe heute ein sehr interessantes Zitat von Jürgen Trittin gehört. Er hat gesagt, im Heute-Journal mit ziemlich deutlichen Worten, das ist interessant, hat er gesagt. Die Position von Angela Merkel ist heute sicherlich nicht gestärkt worden. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher. Er hat genau das gesagt, was Sie vorhin auch. Und da sage ich Ihnen, das habe ich nicht unbedingt. Das ist ja ein richtiger Befund. Die Frage ist nur, mit welcher Intention. Jetzt sage ich nur, die Frage ist, mit welcher Intention er es gesagt hat, Frau Göring-Eckardt. Und ich hatte den Eindruck, dass sein Leiden an dem Umstand, dass es jetzt nicht leichter wird, nicht allzu groß war. Das heißt, es gibt natürlich, und es ist auch verständlich, die Grünen haben bis heute nicht die Frage beantwortet, sind sie eine Partei, die dem linken Spektrum zugehörig ist und das auch bleiben will, oder ob sie etwas sein will, was jetzt händeringend gesucht wird, ein Versuch einer neuen Definition, wie es Özdemir heute beispielsweise vorschlägt, wir sind jetzt Teil, das ist die Überschrift dieser Koalition, die überhaupt keine Überschrift ist, hat, einer vernünftigen Mitte. Mhm. Einer vielfältigen Mitte. Özdemir sagt, wir wollen jetzt ein Teil einer vielfältigen Mitte sein. Und wir sind dann der linke Teil. Ich will damit nur sagen, man merkt doch schon im Ansatz, dass die Identitätsfragen und die Existenzfragen der Parteien so grundsätzlich aufgeworfen sind, dass das die Probleme sind, die alle noch auf uns zukommen. Deswegen gebe ich Herrn Bouffier völlig recht. Ich finde es ja auch richtig, dass verhandelt wird. Aber da sollten wir sehr schnell vergessen, dass hier 3 Wochen ins Land gegangen sind. Das ist völlig unerheblich. Es wird so grundsätzlich verhandelt werden müssen, dass nicht schon mit dem Koalitionsvertrag, mit dem Abschluss, das Misstrauen und die Fliehkräfte so groß sind, dass das Ding quasi schon eine Woche später aus der Kurve fliegt. Da haben Sie das. Sie haben doch völlig recht. Genau das ist es. Das sehen wir auch so. Herr Göring-Eckardt, zu den Grünen. Wie groß ist das Durcheinander bei Ihnen? Manch einer hat ja mit Schrecken zur Kenntnis genommen, dass Jürgen Trittin auch in dem Team der Verhandler mitsitzt. Für Sie, glaube ich, auch eher ein rotes oder in dem Fall grünes Tuch. Ich bin Ihnen schon lange. Wir haben ja vor 4 Jahren schon mal zusammengesessen. Und dann sagen ja die Auguren, beide und Herr Schäuble, bei uns zum Beispiel, es sei an Jürgen Trittin gescheitert. Ja. Und das ist natürlich Quatsch. Weil ich war dabei, auch als darüber geredet worden ist, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und da waren tatsächlich nur die Verhandler am Tisch. Und da war es nicht Jürgen Trittin, der gesagt hat, ich mache das nicht mit, sondern es gab eine gemeinsame Einschätzung aller, die da saßen, die gesagt haben, nein, das können wir nicht machen, aus folgenden Gründen. Und einer der Gründe war, dass vorher wir in den Wahlkampf gezogen sind mit einer klaren Ansage, wir wollen Rot-Grün. Das war unsere Wahlaussage und dann kann man nicht hinterher einfach sagen, geht nicht. Das wäre nur gegangen, wenn das, was Herr Bouffier jetzt heute sagt, nicht was er vor ein paar Tagen gesagt hat, heute sagt, da muss man auf Augenhöhe miteinander reden, da können nicht die einen sagen, so muss es werden und die anderen müssen sich dann irgendwie hinten anstellen. So war das nicht. Und es war vor allem nicht so, dass bei der Frage der Europa und bei der Frage der Energie und
Umweltschutz, Klimaschutzpolitik, man irgendwie verstanden hätte, was die anderen, was wir in dem Fall eigentlich wollten. Deswegen haben wir das gemeinsam entschieden. Und jetzt haben wir gemeinsam entschieden, das ist der Unterschied, Herr von Lucke, wir haben gemeinsam entschieden, dass wir in diese schwierigen Gespräche gehen. Und wir wissen alle, und da gibt es auch keinen Unterschied, da gibt es auch keine Flügelveranstaltung oder irgendwas. Wir haben einen Wahlkampf geführt, den haben wir so geschlossen gemacht, wie das bei den Grünen noch nie der Fall gewesen ist. Und zwar in dem Selbstbewusstsein, dass wir uns nicht festlegen auf eine Wunschkoalition, sondern dass wir sagen, die Klimaschutzfrage ist für uns elementar. Und da hätten wir mit Herrn Schulz genauso viele Probleme gehabt wie mit Frau Merkel und wie mit Herrn Seehofer. Und weil das so ist, weil diese Frage so überlebenswichtig ist für den Planeten, für die Menschheit und weil wir sie so zentral sehen, haben wir gesagt, Eigenständigkeit, das ist und bleibt der Punkt, mit dem wir sagen, wir machen das selbstbewusst. Wir machen das als Kraft, die sich nicht irgendwo einsortiert. Wir sind in der sozialen Frage mit Sicherheit eine linke Partei. Wenn ich mir die Pflegepolitik angucke, wenn ich mir die Rentenpolitik angucke, gibt es eine ganze Reihe von sozialen Fragen, wo ich sehr dezidiert sage, da muss sich etwas ändern in diesem Land, was den Zusammenhalt angeht. Auch das ist ein Ergebnis dieser Bundestagswahl, dass die Menschen es nicht mehr verstanden haben, dass diese für sie zentralen Alltagsfragen keine Rolle gespielt haben. Aber deswegen sage ich Ihnen, machen sich keine Hoffnung, dass die Grünen da auseinanderfallen. Ganz im Gegenteil, wir werden das ganz ruhig, ganz entspannt, aber immer geschlossen und gemeinsam machen. Ist das eigentlich das Verdäumnis, Herr Scholz, dass sich die SPD wirklich machen muss, dass sie bei dieser Bundestagswahl all diese Fragen nicht so beantwortet hat, dass Menschen, also sehr viel mehr Menschen die SPD gewählt hätten? Wir haben ein Ergebnis, bei dem man nicht sagen kann, das ist so eben passiert, sondern darüber müssen wir nachdenken. Übrigens ist das Wahlergebnis in Österreich auch ein Hinweis darauf, dass wir sehr strukturelle Herausforderungen haben, die sich sozialdemokratischen Parteien und der Demokratie in den Industriestaaten generell stellen. Globalisierung, Digitalisierung, technischer Wandel, Zukunftssicherheit, die viele Leute sehr in Frage gestellt werden. Und dann kommen noch viele andere Themen dazu, die Migration, das Thema Europa und Ähnliches. Man muss klar und verständlich sein. Und das wird auch unsere Aufgabe sein, wenn wir als Opposition dann einen vernünftigen Wettbewerb mit der künftigen Regierung haben. Meine These ist übrigens, die werden das hinkriegen. Ja, ich weiß das auch nicht. Die nächste Frage gewesen. Ich weiß auch nicht, ob vor oder nach. Sagt nur die SPD. Auch nicht genau wie, aber nee, das ist rührend. Ich bin sicher, die werden es schaffen. Das ist früher oder später. Und wenn sie es nicht schaffen, das will ich ausdrücklich dazu sagen, dann wäre das schon etwas, was von allen als großes Scheitern bewertet würde. Etwas umgangssprachlich gesagt, dann hätten alle Parteien, die dort verhandeln, gelost. Mhm. Und ich glaube, das wird keiner am Ende verantworten wollen. Dann kommt der Bundestagswahl. Deshalb glaube ich, dass das klappen wird. Ja. Und das wird die Frage war jetzt hier von Frau Göring-Eckardt. Freut sich dann die SPD, wenn es nicht klappt? Nein, ich glaube, dass das eine Verantwortung gibt, dass es hier zu einem Ergebnis kommt mit einer Koalition. Denn für uns gab es ja viele Gründe, die Entscheidung zu treffen, dass wir der nächsten Regierung nicht angehören wollen. Eines war das schlechte Wahlergebnis. Das muss man respektieren und es ist ein Ausdruck des Respekts vor der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Das Zweite ist, dass wir es in keinem Fall ertragen mochten, dass wir eine Situation hatten mit einer Koalition aus SPD, CDU und CSU, alle Parteien hätten Stimmen verloren und dann antwortet auf die Regierung als Oppositionsführerin die AfD. Und das haben wir vermieden. Es hätte ein Parlament gegeben, wenn ich das etwas zugespitzt sagen darf, mit zwei populistischen Parteien, einer rechten und einer linken, zwei etwas distinktionsorientierten Parteien, einer für Besserwisser und einer für Besserverdiener. Und das hätte, glaube ich, keine gute Situation gegeben. Und deshalb finde ich, ist es richtig, dass wir einen politischen Wettbewerb möglich machen. Aber jetzt noch mal zu Ende gedacht, der Respekt vor dem Wähler, würde der nicht bedingen, dass Sie auch Neuwahlen dann um jeden Preis verhindern? Und sei es auch um den Preis, um noch mal mit sich ins Gericht zu gehen und zu sagen, okay, dann sind wir vielleicht doch bereit. Nein. Ich glaube, aber das wäre auch Respekt vor Wählern. Das ist immer Respekt vor Wählern, aber ich bin ja in der Frage ziemlich unbefangen. Ich habe zweimal in Deutschland als sehr verantwortlicher Politiker dafür gesorgt, dass es eine große Koalition gibt, 2005 und beim letzten Mal, weil ich das richtig fand.
Aber deshalb war für mich genauso klar nach diesem Wahlergebnis, dass diesmal keine Fortsetzung stattfinden kann und wir dann die vierte große Koalition im Nachkriegsdeutschland bilden würden. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Ich bin sicher, dass die Verantwortung jetzt bei den Verhandelnden liegt und unsere Verantwortung, die Dinge anzusprechen, die für die Zukunft wichtig sind. Gibt es eine Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus, der 2019 ausläuft? Kriegen wir eine Stabilisierung bei den Renten hin? Können wir was tun gegen das Wachstum befristeter Beschäftigung? Können wir den technologischen Durchbruch in Deutschland schaffen bei Breitbandverkabelung? Gelingt es, wenn es um Luftreinhaltung gelingt, Scholz, das könnten Sie doch alles redet, in der Regierung dafür zu sorgen, meine, dafür zu sorgen, dass wir mehr Geld investieren in den Ausbau von U-Bahn und S-Bahn. Sie machen einen Verlucke fertig. Ich finde, es ist auch ein Stück weit ärgerlich, Herr Scholz. Ich sage Ihnen warum. Man muss dann als SPD, finde ich, auch entweder die Ehrlichkeit haben zu sagen, ganz klar, wir haben schlichtweg, und da gibt es ja gute Gründe, wir haben Angst, dass es uns als Volkspartei ein drittes Mal an der Regierung Merkel zersägt. Das ist der eigentliche Grund, warum die SPD nicht mehr in die Regierung. Das ist der eigentliche Grund, das wissen Sie doch auch ganz genau. Und es ist schon grotesk, ich will mal Folgendes deutlich machen. Es schreibt gegenwärtig Frau Hendricks, die noch, man muss sich das bewusst machen, die noch existierende Bundesumweltministerium, Ministerin, schreibt Papiere, was die kommende Regierung umzusetzen habe, was die umzusetzen habe, derweil sie noch in Amt und Würden ist und sagt, ich mache es jetzt ja schon nicht mehr. Sie sagen gerade gegenwärtig in einer großen Philippika, was man nicht alles machen könnte als SPD und machen wollte. Sie könnten es sofort wieder machen. Und da meine ich, man sollte dem Wähler schon ehrlicherweise sagen, das ist nämlich das Dilemma aller beteiligten Parteien. Und deswegen fühle ich mich von Ihnen auch völlig missverstanden, Frau Göring-Eckardt. Ich habe durchaus Sorgen um die Grünen. Das ist der Punkt. Der Witz ist der, dass ich... Nein, das meine ich im Ernst, weil Sie mögen das unterschätzen. Die Grünen werden in größere Schwierigkeiten kommen, als Sie sich vorstellen können. Wenn ich nur Ihre grüne Jugend höre, die sehnt sich nicht in eine Koalition. Ja, sehen Sie, Sie machen aber erstaunliche... das wird das Problem sein. Und dieses Problem, finde ich, muss man dann doch auch ehrlicherweise benennen. Man muss sagen, als SPD, bevor man das noch staatspolitisch veredelt und sagt, wir sind bereit, die einzige Opposition gegen die AfD zu stellen, die gehen raus, weil sie Angst haben, dass die Volkspartei nicht... Das kann man verstehen, das ist auch berechtigt. Aber ich finde diese Art, und das ärgert einen, glaube ich, wenn man Zuschauer ist, in allen Runden treten SPD-Politiker an und sagen, das ist überhaupt kein Problem, es wird wunderbar klappen und machen Sie doch einfach mal. Das ist ein grotesker Vorgang. Machen Sie SPD-Politik, nicht von Herr Scholz, wollten antworten noch. Danach Herr Büchner. Ich glaube, wenn man die Umfragen nach der Wahl gesehen hat, dann haben doch sehr viele gesagt, das ist eine richtige Entscheidung, die die SPD getroffen hat. Und viele sagen auch, es wäre auch richtig, wenn diese Koalitionsbildung, die dort versammelt ist, auch stattfindet. Insofern ist das wahrscheinlich insgesamt die richtige Entscheidung. Ich teile nicht Ihre Auffassung, dass es da immer nur um die eigene Partei gehen kann. Und deshalb habe ich gesagt, dass die Gründe und die Beweggründe sind, die uns zu unserer Entscheidung bewegt haben. Und ich will ausdrücklich sagen, selbstverständlich ist es für die Demokratie ein Problem, wenn à la Österreich eine große Koalition sich an die andere reiht und irgendwann, wenn die Unterschiede nicht mehr wahrnehmen kann. Herr Heil hat heute mal etwas gesagt, was vielleicht nicht jedem so geläufig ist. Es gibt da einen kleinen Abschnitt in Italien, in Südtirol. Da gibt es eine Partei, die heißt Südtiroler Volkspartei. Da sind quasi die CSU, die SPD und die CDU in einer Partei. Das geht auch nicht gut, wenn man das auf Deutschland übertragen würde. Wir haben politische Unterschiede, die müssen wir austragen. Und ich glaube, dass es für die Zukunft unseres Landes von allergrößter Bedeutung ist, dass es einen Wettbewerb zwischen Parteien, die die Mitte in unserem Land mit repräsentieren, gibt und nicht zwischen den Extremen. Und das müssen wir hinkriegen mit einer Regierung, die versucht, das Land voranzubringen, und einer Opposition, die Vorschläge hat, wie das noch besser gehen kann. Herr Bouffier, Sie wollten sich da schon die ganze Zeit dazwischen einmischen. Naja. Herr von Lucke, ich bin ganz bei Ihnen. Wir sollten jetzt nicht so tun, als wäre das für unsere Partei eine einfache Geschichte. Nee. Natürlich nicht. Die SPD, muss man sich ja nur mal vorstellen, am Wahlabend, ne? Als Herr Schulz erklärt hat, wir gehen in die Opposition, haben die gejubelt bei 20,5%. Man kann empfinden, dass die sich jetzt befreit gefühlt haben. Endlich sind wir die Sache los. Und vielleicht ist das Niedersachsen-Ergebnis auch ein Stück davon nach dem Motto, wir sind befreit. Genau. Jetzt haben wir gerade gehört, was staatspolitisch notwendig wäre, was parteipolitisch vielleicht angemessen ist. Ich will mal einen Blick weitergehen. Sie haben eben, oder Sie haben es, glaube ich, gesagt, wir haben doch eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Vor der Bundestagswahl war in allen Umfragen Jamaika
irgendwo ganz hinten. Also ich weiß nicht mehr genau die Prozentzahl, aber sehr weit hinten. Ja. Jetzt erstaunlicherweise gibt es eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, also im Verhältnis jedenfalls, eine breite Mehrheit. Also die Bürger sind ja vielleicht schon weiter. Das kann einen Hinweis geben. Ich glaube, wir sollten diese Gespräche, so schwierig sie sind, natürlich nicht auch in dem Geiste machen, wir machen jetzt so eine Notargumentation, so ein Notbündnis nach dem Motto, Deutschland braucht doch irgendeine Regierung, Gottes Namen, tun wir zusammen. Wir müssen auch die Chancen aus so etwas erkennen. Daraus kann man was machen. Es könnte auch ein paar interessante Antworten geben. Und deshalb diese Schwierigkeit, die Parteien müssen erkennbar bleiben. Und trotzdem glaube ich, darin kann eine Chance liegen. Und wenn man es mal so rumwendet, dann kann man Menschen auch wieder mitnehmen. Mir fehlt jede Fantasie, wie so ein Notbündnis irgendjemanden überzeugen soll. Nach dem Motto, Hauptsache, sie kommen über die Runden. Wir haben aber Notbündnis haben wir ein anderes Wort gehört. Bislang das auch nicht so inspirierend, ganz ehrlich, und so mitreißend klang und nicht nach großen Möglichkeiten. Es war Pflicht. Bei den grünen Jamaika-Verhandlern noch Skepsis, ob das Bündnis wirklich gelingt. Der Weg nach Jamaika, das ist schon ein langer Weg. Und der zukünftige CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wollte Schwarz-Gelb und bedauert, mit den Grünen ist uns Tofu in die Fleischsuppe gefallen. Unser Gast Wolfgang Kubicki begrüßt am Tag nach der Wahl die grüne Katrin Göring-Eckardt zwar per angedeutetem Handkuss, sagt aber wenig später über seine potenzielle Regierungspartnerin. Wer es übrigens zuverlässig schafft, mich innerhalb von 30 Sekunden rasend zu machen, ist Katrin Göring-Eckardt. Die notorisch moralische Attitüde von Frau Göring-Eckardt treibt meinen Blutdruck in die Höhe. Kurz vor den Sondierungen versucht sich Angela Merkel als Streitschlichterin. Wir haben einen Wählerauftrag, mit dem wir umgehen müssen. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, ja, unsere Pflicht, daraus eine Regierung zu bilden. Herr Kubicki, also lassen Sie sich von Ihrer künftigen Chefin in die Pflicht nehmen oder lässt das Ihren Blutdruck auch schon wieder hochgehen? Ich habe vor der Sendung Valium genommen. Insofern bin ich heute etwas ruhiger als normal. Aber unabhängig davon, vielleicht, gerade weil ich auch wieder einige Äußerungen gehört habe, will ich einiges dazu sagen. Herr Scholz redet genauso, als befänden wir uns bereits im Vorwahlkampf. Nicht diese Regierung, die sich möglicherweise zusammenfinden wird, soll sozialdemokratische Politik umsetzen, was ja komisch ist. Herr von Lucke hat darauf hingewiesen. Frau Göring-Eckardt, ist der Planet schon wieder so wichtig, der Welt, das, also der Weltfrieden. Ich empfehle allen Beteiligten, darüber erstmal, habe ich noch gar nicht geredet. Ja, da kommen wir noch zu, aber einfach mal eine Etage tiefer zu gehen. Ich empfehle auch, keine Buben, Männer oder Frauen mehr aufzubauen, weil wenn wir dabei bleiben, dann müssen wir uns gar nicht erst hinsetzen. Also in Gesprächen muss man sehen, gibt es eine mentale Basis dafür, dass man sich ernst nimmt wechselseitig, sich auch akzeptiert wechselseitig. Das heißt, Sie entschuldigen sich jetzt bei Frau Göring-Eckardt? Dass Sie meinen Blutdruck nach oben treiben. Es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die freuen sich, wenn sie meinen Blutdruck nach oben treiben. Aber so geht das, das darf nicht. Das kriegen wir nicht hin. Ich habe meine Frau hier. Kann ich mal anders versuchen? Nein, ich entschuldige mich. Ich werde nie wieder in meinem Leben versuchen, Ihnen einen Handkuss zu geben, Frau Göring-Eckardt. Keine Sorge. Nicht zu sagen. Also, ihr seid nett miteinander. Doch, Sie haben sich ja darüber beschwert, so ist das nicht. Aber ich habe mich nicht beschwert. Nein. Doch, Sie haben gesagt, dass ein letztes Jahrhundert und Macho-Gehabe. Ich kann das, aber ist ja völlig egal. Nein, Herr Kubicki, Sie haben das völlig Ich habe es falsch verstanden. Sie haben es falsch verstanden. Ich bin in einem Tanzlehrerhaushalt groß geworden. Genau. Deswegen bin ich mit solchen Sachen aufgewachsen. Also, wir kommen doch langsam. Entspannt. Wir werden eine Basis finden, damit umzugehen, wie wir uns begrüßen. Also, keine Sorge, das ist das geringste Übel. Aber man muss wirklich sehen, wir kommen aus völlig unterschiedlichen Gedankenwelten. Wir haben festgestellt bei unseren Verhandlungen Schleswig-Holstein, dass wir die gleiche Begrifflichkeit benutzen, aber trotzdem was anderes damit meinen. Und wir müssen zunächst versuchen festzustellen, wenn wir Begriffe gebrauchen, Solidarität, was meinen die Grünen, was meinen wir? Wenn wir Begriffe gebrauchen wie Klimawandel bekämpfen, was meinen die Grünen, was meinen wir? Denn die Begrifflichkeiten alleine helfen uns nicht weiter. Wir können innerhalb von 2 Stunden einen wunderbaren Koalitionsvertrag schreiben. Da finden die sich wieder, da finden wir uns wieder, finden die sie wieder. Da stellen wir in der praktischen Arbeit fest, oh Gott, das war ja was ganz anderes als das, was vereinbart worden ist. Muss man also eigentlich zunächst eine Überschrift haben für das ganze Projekt? Muss man ein verbindendes, eine am Ende, verbindende das können Sie Idee am Anfang nicht machen. Der ist diese Woche, Sie hatten es angetippt eben, Herr von Lucke, glaube ich, da ist diese Woche Volker Kauder nachgefragt worden. Er hat dann einen Satz gesagt, wo er sagte, damit könnte er seiner Meinung nach das ganze Projekt überschreiben, aus Verantwortung für die Menschen und das Land. Das war eine Phrase. Das mag das auch der Not des Interviews geworden gewesen sein, aber trägt einen das irgendwie?
irgendwo hin? Können wir auch schreiben für schönes Wetter. Ja. Ich glaube, das ist eine Formulierung, hinter der wahrscheinlich alle stehen können. Sie ist jetzt nicht so, dass sie eine solch ungewöhnliche Kombination einzigartig überschreibt. Ich wäre da mal vorsichtig. Mit dem Begriff Projekt bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Dem stimme ich übrigens zu. Also ich habe mich auch an allen Diskussionen über Koalitionsbildung, an denen wir beteiligt sind, immer gegen die Idee eines Projektes gewehrt. Weil es sind konkurrierende Parteien, die vernünftige Kooperation vereinbaren. Und das darf man nicht überhöhen, auch nicht klein machen. Es gibt einen ganz entscheidenden Punkt, der gelegentlich missverstanden wird. Das Ziel demokratischer Entscheidungen und Regierungsbildungen, jedenfalls dort, wo man nicht absolute Mehrheiten hat, ist ja nicht der Konsens. Also, dass alle einer Meinung sind, das ist ja völlig ungewöhnlich, kann eigentlich nicht sein. Das Ziel ist der Kompromiss. Und ein Kompromiss ist in der Sache nicht schlecht, weil er führt verschiedenste Interessen zusammen und setzt dann am Ende einen Schwerpunkt, bei dem sich alle finden können und gleichzeitig erkennen müssen, dass bestimmte Teile des Kompromisses ihre eigene Position nicht abbilden. Ich will ein Stück dagegen halten, dass die Leute sagen, ihr seid doch in den Wahlkampf gezogen, habt gesagt so, und die anderen so und der Dritte so. Mhm. Wenn alle zusammenkommen, um sich gegenseitig zu erklären, dass sie Unrecht haben, dann sollte man die Sitzung von vornherein absagen. Also muss man schauen, dass ein ohne Selbstaufgabe in der Position, ne? Dass das dann zu einem tragfähigen Kompromiss kommt, den meine eigene Partei versteht, den aber auch die Bürger verstehen. Und dann kann daraus eine Gesamtüberschrift werden. Die Themen sind doch genannt worden. Sie sprechen von Klimawandel. Kein Mensch kann dem Thema entgehen. Die Frage ist nur, was machen wir? Wir sprechen von Digitalisierung, die ganze Welt verändert wird. Wir müssen vom Zusammenhalt der Gesellschaft reden. Viele Menschen sorgen sich darum, was aus dem Land wird. Also was uns zusammenhält. Das sind schon drei Großthemen, wo ich sicher bin, dass wir eine Menge Gesprächsbedarf haben, aber auch sicher bin, auf solche Themen müssen wir eine gemeinsame Antwort geben. Behaupten Sie, Herr von Lucke, der Sie genauso wie ich wahrscheinlich nicht darin geübt sind, Koalitionsverhandlungen zu führen, warten Sie auf eine Überschrift, warten Sie auf einen gemeinsamen, darf ich nicht mehr sagen, eine gemeinsame Idee? Ja, eine gemeinsame Idee wäre natürlich gut. Aber es ist in der Tat so, dass das bei dieser Koalition oder bei der Vorstellung dieser drei Parteien gegenwärtig unwahrscheinlich schwierig ist. Und ich teile das, Herr Kupi sagte das, glaube ich, das kann am Ende stehen und das wäre schon ein großer Schritt. Ich merke bloß gegenwärtig, dass die Versuche, heute eben Cem Özdemir auch in der, ich glaube, Welt am Sonntag, er sprach eben von einer Koalition der vielfältigen Mitte. So, und dann ist jetzt, male ich mir das mal aus. Er sagt, dann sind wir die linke Mitte, weil er unterbringen wollte, dass man ja noch irgendwie links ist. Jetzt kommt aber das Problem. Wenn Herr Seehofer oder Herr Söder eines Tages die rechte Mitte sein will, und bei Herrn Söder klingt das beispielsweise dezidiert als die positive Besetzung des Begriffes Festung Europa, dann wird es sehr schwierig für eine linke Mitte innerhalb der Grünen, das vertretbar zu machen. Damit will ich sagen, die Fliehkräfte, sie dürfen so groß nicht werden, dass nicht dann doch eine Idee es überwölbt und so etwas stiftet wie eine Idee von einem Gemeinsamen. Und das kann ich momentan einfach nicht erkennen. Ich glaube aber in der Tat, deswegen, das war ja die Überschrift der Sendung, geht das Regieren eigentlich jetzt los? Und ich glaube, das, was Herr Bouffier völlig zu Recht sagt, und Herr Kubicki, der sich noch vor Wochen mit Jürgen Trittin geklopft hat, wie ein Kesselflicker, wenn ich das so sagen darf, war letzte Woche schon sehr viel versöhnlicher. Trittin, ich war nur überrascht. Also ich wollte auch übrigens, na, Sie waren ja auch versöhnlicher. Ich will damit sagen, und es braucht übrigens keinen mehr als Jürgen Trittin. Das wollte ich auch mal sagen. Das hat übrigens auch Frau Göring-Eckardt irgendwann gelernt, die nämlich Herrn Trittin am Anfang gar nicht bei Verhandlungen dabei haben wollte. Der Umstand, dass man die verschiedenen Fliehkräfte zusammenbringt, nur dann kann es gehen. Aber momentan, muss ich gestehen, ist meine Vorstellung, dass eines Tages die Vorstellung einer CSU, die genau wie sie beschrieben hat, wahrscheinlich weiter nach rechts ausholend Parteipolitik machen will, dass sie einhergehen könnte mit linken Teilen der Grünen, die ist bei mir sehr weit weg. Deswegen habe ich alle Gucken wir uns ein Beispiel an. Gucken wir uns doch mal ein Beispiel an, bei dem wir diese Woche schon das Gefühl hatten, dann an dem Punkt könnte es zum ersten Mal schon richtig krachen. Herbst 2015. Zehntausende Menschen kommen, viele aus Syrien. Sie können sicher mit einer Anerkennung als Flüchtlinge für mindestens 3 Jahre rechnen, dürfen dann ihre engsten Familienmitglieder nachholen. Januar 2016. Nun werden auch Syrer wieder einzeln überprüft. Die Folge: Bis heute bekommen die meisten von ihnen nur noch sogenannten subsidiären Schutz, also einen eingeschränkten Schutzstatus für nur 1 Jahr. Wir wollen die Zahl der Flüchtlinge spürbar und nachhaltig reduzieren. Kurz darauf, März 2016, der Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge wird ausgesetzt für 2 Jahre. Somit können diese syrischen Flüchtlinge ihre Familien nicht mehr nachholen. Ja, es ist eine Verschärfung des Asylrechts.
Vergangenen Sonntag der Migrationskompromiss von CDU und CSU. Eine der Maßnahmen auch in Zukunft: Der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten bleibt ausgesetzt, denn wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt. Für die Grünen ist das eine rote Linie. Es gibt eine Sache, von der ich sage, die muss auf jeden Fall weg, und das ist die Aussetzung des Familiennachzuges. Ist es ernst gemeint, Frau Göring-Eckardt, dass Sie sagen, wenn nicht alle Geflüchteten ihre Kernfamilien nachholen dürfen, dann kann es keine Jamaika-Regierung geben, und dann ist das eben die rote Linie, an der Sie es scheitern ließen? Also ernst gemeint ist erstmal auf jeden Fall, dass ich fest davon überzeugt bin, dass sich niemand hier integriert, in aller Ruhe Deutsch lernt, einen Beruf nachgeht, was auch immer, ohne dass die Aussicht darauf besteht, dass die Familie nachkommen kann. Also wir wissen ja alle, wie lange das dauert, weil man muss einen Antrag auf Visum stellen und so weiter und so weiter. Und ich halte es für einen der eklatantesten Fehler, den die alte Regierung gemacht hat in der Großen Koalition, den Familiennachzug auszusetzen. Man kann das humanitär, man kann das von der Integrationsseite her argumentieren. Aber man kann sich auch mal die Lage bei den Gerichten in Deutschland anschauen. Da sieht man nämlich, dass ganz viele der subsidiär Geschützten, so heißt das Fachwort dafür, jetzt versuchen, über Gerichtsverfahren ihren Status zu verbessern. Die Gerichte brechen darunter zusammen. Und es geht ausschließlich nur um diese eine Frage: Kann ich meiner Familie, die in Damaskus sitzt, die in Aleppo sitzt, irgendwo, vielleicht auch in Libyen, in einem Lager, was KZ-ähnliche Zustände hat, wie der Außenminister Sigmar Gabriel sagte, kann ich die irgendwann nachholen? Darum geht's. Und deswegen glaube ich, wäre es für uns hier unfassbar wichtig, dass klar ist, diese Perspektive muss hergestellt werden, definitiv. War aber keine Antwort auf die Frage, ob Sie es daran scheitern lassen würden. Ich habe immer gesagt, das wird eine der zentralen Fragen sein, und da muss sich auch was bewegen. Und wie man das macht, darüber kann man ja reden, aber im März 2018 müsste dieses Aussetzen des Familiennachzugs verlängert werden, gesetzlich. Und ich sehe nicht, außer die SPD sagt dann, an der Stelle stimmen wir dann noch mal zu, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sehe nicht, wie es dafür eine Mehrheit im Deutschen Bundestag geben soll. Mit uns gibt es sie da nicht. Herr Bouffier, lassen Sie dann an der Frage Familiennachzug für subsidiär Geschützte die Jamaika-Verhandlungen platzen, nachdem vergangenes Wochenende CDU und CSU so kompliziert diesen Kompromiss geschlossen haben? Den Bundesrat eingebracht. Das ist für uns eine ganz zentrale Frage, und ich bin sicher für alle. Da geht es nun wirklich ans Eingemachte. Ich habe das eben sehr gut mir angehört. Aber die Wahrheit ist doch auch, als wir mit den Kollegen der SPD 2 Jahre ausgesetzt haben, warum haben wir das denn gemacht? Doch nicht, um irgendwelche Menschen zu ärgern, sondern wir hatten die Überzeugung, dass die Integrationskraft dieses Landes einen weiteren namhaften Zuzug nicht mehr erträgt. Wir reden doch die ganze Zeit darüber. Wir reden die ganze Zeit darüber, und das ist der Kern unserer Überlegungen, dass wir mal wegkommen von verschiedenen Fragen und sagen, was trauen wir uns eigentlich zu, was vernünftigerweise in diesem Land integriert werden kann. Es klingt auf den ersten Blick wunderschön, wenn ich sage, die sollen kommen. Diese Menschen brauchen Wohnungen, die brauchen eine Arbeit, die Kinder sollen in den Kindergarten gehen. Das geht nicht so ohne weiteres. Und wir können uns nicht zurücklehnen im Deutschen Bundestag und Beschluss fassen. Nee. Das alles geschieht dafür vor Ort. Und ich kann Ihnen aus Hessen berichten, wir haben viele Gebiete, wo der Wohnungsdruck heute schon verdammt hoch ist. Mhm. Und wo mir die Bürgermeister sagen, pass mal auf, wenn die alle noch kommen, dann kriegen wir ein Riesenproblem. Es macht doch keinen Sinn, daran vorbeizureden. Also das ist das eine. Das zweite, subsidiärer Schutz bedeutet, wir helfen, solange die Notlage da ist. Mhm. Dann muss aber jemand in sein Heimatland zurück oder bleibt dort, wo er in einem jedenfalls nicht verfolgten Bereich ist. Ägypten ist so ein Beispiel. Mir muss niemand erzählen, wenn Menschen von ihrer Familie getrennt sind, das ist verdammt bitter. Aber wir helfen niemandem, wenn er dann hier sozusagen vom ersten Tag Sozialhilfeempfänger ist, wenn niemand weiß, wohin mit denen. Deshalb glaube ich, muss man intensiver an das Thema gehen. Und das Dritte ist, das Asylrecht ist etwas anderes als subsidiärer Schutz. Klar. Asylrecht ist uneinschränkbar, da müssen wir nicht drüber reden, das ist ein Grundrecht.
Aber das sind 1-2%. Und ich kann Menschen verstehen. Wir sind ja bei den Subjektiven. Ich bin ja selbst Anwalt und Notar. Und vielleicht darf ich das mal sagen. Ich war der erste Asylanwalt 1978 fürs Diakonische Werk. Da gab es das Thema noch gar nicht. Und ich kann Menschen verstehen, wenn denen gesagt wird, pass auf, mit dem Status hast du keine gute Chance. Aber vielleicht kannst du einen anderen bekommen. Und wir versuchen, wie positioniert sich da die FDP, Satz würde ich gerne beenden. Ich kann Menschen verstehen und ich kann alle mal verstehen, wenn man zusammenkommen will. Aber es gibt eine Verantwortung. Es reicht nicht nur zu sagen, die sollen kommen, sondern wir müssen auch schauen, was können wir verantworten. Es geht doch nach hinten los. Und deshalb muss dieser Familiennachzug, wenn Sie sagen, wie die Zeit vor 2016 war, ja, also bevor wir das beschlossen haben, dann finde ich, können wir das nicht verantworten. Und da müssen wir sehr intensiv drüber sprechen. Herr Bouffier, ein Satz. Das geht doch genau nach hinten los. Die Männer, die allein hier sind, sind ja vor allen Dingen Familienväter. Die integrieren sich doch hier nicht. Es ist doch ein riesiges Chaos. Wenn Sie nur eine Entgegnung gestatten, um zu verstehen. Ja, und deswegen bin ich ja der Meinung, wenn man die Familie nachholt, wenn man dafür sorgt, dass die Wohnungen da sind, die Kindergartenplätze und so weiter, darüber kann man ja nicht wegdiskutieren, dann ist es besser für das, was wir hier an Integration leisten können, als wenn wir sagen, wir lassen die Familien auseinander. Aber eines, sehr banal. Darf ich mal zwischenfragen? Ist es nicht genau gerade unverantwortlich? Ich möchte eins fragen an Frau Göring-Eckardt. Wenn Sie nicht sicher wissen, ob derjenige, der hier ist, länger bleiben darf. Das ist der entscheidende Punkt. Ist es dann geradezu unverantwortlich, noch Familie nachzuholen? Integrieren kann man ja nur, wenn jemand dann aufmerksam ist. Es wäre falsch zu sagen, bei jedem, der hier ist, wir wollen ihn integrieren. Das wird auf Dauer nicht gehen. Also, Herr Bouffier, lassen Sie unterscheiden. Die beiden mal antworten. Also, Sie haben mich gefragt, wie Sie die FDP, das ist ziemlich entspannt. Warum? Wir reden ja nicht über Hunderttausende von Menschen, sondern, wie wir gerade vom Auswärtigen Amt vernommen haben, von maximal 70.000. Es geht um Frauen und Kinder. Mhm. Und zwar von denen, die bereits verheiratet sind und nicht, die jetzt noch heiraten wollen und die Kinder bereits haben und nicht noch welche zeugen wollen. Wir haben 70% derjenigen, die zu uns gekommen sind, sind alleine zu uns gekommene junge Männer. Und ich sage in aller Deutlichkeit, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass die Ehefrau möglicherweise noch im Kriegsgebiet ist, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass die Kinder in einem Lager sind, das unmenschlich und unwürdig ist, wie UNHCR sagt, ist für mich nicht hinnehmbar. Was wir zunächst brauchen, ist eine richtige rechtliche Regelung, und wir kommen uns ja schon näher. Wenn die Grünen jetzt auch bereit sind, beispielsweise schneller abzuschieben, und zwar konsequenter abzuschieben, als gegenwärtig bei denen, die kein Bleiberecht haben, da reden wir von einer 250.000 Menschen in Deutschland, wären wir einen Schritt weiter. Und wenn wir uns jetzt darauf verständigen könnten, dass vielleicht wir Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären können, ohne dass das Asylrecht dadurch eingeschränkt wird, die Maghreb-Staaten zum Beispiel, wären wir auch schon einen Schritt weiter, weil der Versuch nach Deutschland zu kommen, wenn man weiß, ich habe hier 18 Monate lang Gelegenheit, bis ich abgelehnt werde, das zu tun, was ich tun möchte, ohne dass wir das möchten, dann wären wir auch schon einen Schritt weiter. Also da gibt es Kompromisslinien, glaube ich jedenfalls, die es möglich machen, den Unsinn, den die Sozialdemokraten angerichtet haben, wieder auf eine vernünftige... Ich habe noch nicht verstanden, wo der Punkt war, wo Sie gesagt haben, das ist doch zynisch so zu fragen. Weil man kann auch sagen, Herr Kubicki, man kann auch sagen, es ist zynisch, Menschen nur einen vorübergehenden Schutz zu geben. Das ist auch... Das ist die Rechtslage, Frau. Ich weiß. Und wenn man die Rechtslage ändern will, muss man sie ändern. Es ist auch politisch gewollt, dass man an irgendeiner Stelle hingegangen ist und hat immer mehr Menschen nur den sogenannten subsidiären Schutz gegeben. Das ist ja eine politische Entscheidung. Aber darf ich mal sagen, für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten ist das so, weil dort die Genfer Flüchtlingskonvention gilt, beziehungsweise eine Europa-Richtlinie, eine europäische Richtlinie, dass man Menschen nicht zurückschicken kann, wenn sie vom Tode bedroht sind. Das hat mit 16 und 16a gar nichts zu tun, weshalb die meisten Menschen glauben. Aber es sind ja drei Gruppen. Asyl, auf Basis 2700 Genfer Flüchtlingskonvention und subsidiärer Schutz. Das sind drei Gruppen. Und die aber die nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben nur einen subsidiären Schutz. Weil die Idee der Genfer Flüchtlingskonvention die ist, wenn der Krieg zu Ende ist, gehen die Menschen in aller Regel nach Hause. Nun gibt es einige, die erfüllen möglicherweise die Kriterien eines Einwanderungsgesetzes, was wir noch schaffen müssen, Spurwechsel. Dann können die im Zweifel auch hier bleiben. Aber nur, wenn sie Kriterien erfüllen. Und der Rest, das muss man wirklich sagen, der Rest muss wissen, übrigens auch die Frauen und Kinder, die nachkommen. Wenn der Krieg zu Ende ist, müsst ihr zurückgehen. Punkt. Das ist ja auch nur ganz normal. So, wenn die auch machen. Wir sind ja da schon ein Stückchen weiter. Wenn wir das Asylrecht, das ist nicht gestaltbar mit Zahlen. Das ist so. Punkt. Das sind aber die allerwenigsten. Wenn wir den Satz, den der frühere Bundespräsident Gauck gesagt hat, den ich sehr richtig finde, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wenn wir das wirklich beherzigen, das kann doch ernsthaft niemand bestreiten, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Dann muss man in den Bereichen, wo überhaupt etwas gestaltbar ist, das ist beim subsidiären Schutz, das ist beim Nachzug, muss man schauen,
Und ich bleibe bei dem Wort, was können wir vernünftig integrieren für die, die dauerhaft hier bleiben und die, die nicht dauerhaft hier bleiben, ist ein anderer Ansatz zu wählen. Ich glaube, dass das die richtige Lösung ist. Aber wir kriegen einen ersten Eindruck davon, wie die Verhandlungen gehen werden. Wie schwer es natürlich ist, weil es sich auch um sehr schwierige Mittwoch geht es los. Und wir sind aber jetzt tatsächlich am Ende unserer Sendung, auch wenn sich das vielleicht noch gar nicht so anfühlt. Dann müssen wir ja doch außerhalb des Fernsehens weiter verhandeln. Absolut. Ihr beide? Ich bedanke mich herzlich. Dankeschön. Und die Tagesthemen machen weiter. Karen Miosga, ihr kümmert euch auch noch um den Ausgang der Landtagswahl in Niedersachsen, oder? Genau, wir warten auf die neuesten Zahlen von Jörg Schönborn, was Niedersachsen betrifft, blicken aber auch nach Österreich, wo ebenfalls heute gewählt wurde und wo jetzt wohl, so zeichnet es sich ab, ein politischer Richtungswechsel ansteht, und zwar nach rechts. Mehr zu beiden Wahlen jetzt in den Tagesthemen. Das also jetzt in den Tagesthemen. Ich habe mich zu bedanken. Danke an Sie. Tschüss und auf Wiedersehen. Frankfurter Buchmesse 2020.